Ist am besten. Es ist okay. Du musst es nicht sagen. Nein, ich möchte mit dir reden, weil wir verstehen uns gut. Ich finde, du bist nicht falsch. Ich fühle mich jetzt so, als wären wir jetzt die Buhmänner. Aber wir müssen uns entscheiden. Ich finde, dass du total lieb nominiert hast. Ich wäre lieber von dir nominiert worden. Mit "Ich hab euch alle lieb, Katharina". Ja, wir mussten uns ja zusammen entscheiden. Das ist ja das Ding. Klar kann man das auch charmanter und netter lösen. Wir werden uns ja nicht einig und wir werden auch hier drin niemals Freunde werden. Aber er ist, wie er ist. Er sagt es halt direkt raus. Dass er dich nominieren will, war ja eh klar. Aber ich bin auch sicher, wenn du die Möglichkeit hättest zu nominieren, müsstest drei wählen. Ich würde ihn nicht wählen. Glaube ich nicht, Schatz. Aber weißt du warum? Uff. Nein, warte erst mal. Weißt du warum? Weil wenn du drei nominieren musst und du verstehst dich mit jedem, dann musst du doch einen nehmen. Es ist einfach eine blöde Situation. Anis und ich haben uns sehr verantwortlich dafür gefühlt, was jetzt gerade abgeht. So ein bisschen wie so die Buhmänner. Weißt du, ich will hier bleiben. Aber warum sollte ich hier bleiben, wenn der Stärkste gegen mich ist? Ich muss ehrlich sagen, dass ich keinen Bock habe mehr. Also ich glaube, dass Katharina sehr enttäuscht und überemotional reagiert hat auf die Nominierung. Ich will nach Hause. Nein. Wenn ich hier bleibe, wird er mich kaputt machen. Dich macht keiner kaputt. Er hasst mich. Oh, hör mal zu. Er hat dir das einfach direkt gesagt. Er hasst mich. Katharina, er umarmt mich hier unten und tut, als wäre alles gut. Und dann hasst er mich weiterhin. Er hasst mich. Ich dachte, es ist alles gut, nachdem er mich umarmt hatte. Aber ich habe das gespürt. Ich habe es gespürt. Und ich habe es auch gesagt. Es ist ein Mensch, der dich mit dir klarkommt. Du tust, als ob alle dich hassen. Komm runter, Schatz. Alles ist gut. Fuck. Ich glaube, ich fieber jetzt gleich. Das ein oder andere, was sie hier gemacht hat, wirkte so ein bisschen schon auf eine Art ein bisschen inszeniert. Ich kriege jetzt Fieber und oh. Das Ding ist, du reagierst manchmal wirklich dramatisch darauf. Also, ich weiß ja nicht. Was ist daran dramatisch, dass mir das wehgetan hat? Nichts, alles gut. Ich tue ihm doch gar nichts. Wer hat hier geschossen? Bin ich's gewesen oder er? Ich wollte, dass er mich mag. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass er ganz genau wusste, dass er das Ding rockt. Ich kenne diesen Kerl. Ich habe den durchschaut. Und früher oder später, wenn ich hier weg bin, wird ihn jeder andere auch noch durchschauen. Es ist nur eine Frage von Zeit. Ich mische mich da nicht mehr ein. Ich möchte mich da nicht einmischen. Vielleicht hat man das in meinem Gesicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber irgendwann dachte ich mir nur so, ich gehe jetzt runter. Ich wollte dir nur meine Stellungnahme dazu geben, was ich empfunden habe. Der Rest